Hinter den Laboren. Ein Roman von Jörg Bergstedt. Erschienen im Seitenhieb Verlag. Teil 9. Eskalation. Es ist ein alter Menschheitstraum, nicht zu altern und nicht zu sterben. Mit einer bahnbrechenden Entdeckung in den Laboren der Spezialfirma BioGeronto scheint er Wirklichkeit zu werden. Doch Komplikationen treten auf. Die Technik wird teuer und es bedarf der Forschung an Embryonen. Gesellschaftlicher Widerstand regt sich. Üblicherweise kein Problem für modernes Firmenmanagement, denn soziale Bewegungen sind handzahm geworden. Doch diesmal verläuft die Sache anders. Die Branche gerät unter Druck und macht Fehler. Laborbaustellen werden besetzt, dann zerstört. Auch die Polizei nimmt ihre Gegner zu leicht und muss lernen. Eine Sonderkommission ermittelt. Das Drama nimmt seinen Lauf. Zwischen Spurensicherung, Vernehmungen, öffentlichen Debatten und Strippenziehen hinter den Kulissen der Forschungsförderung entwickelt sich ein Krimi der besonderen Art. Glauben Sie ja nicht, die fantastische Erzählung könnte irgendetwas Wahres enthalten. Der Geist ist aus der Flasche. 6 lange Verhandlungstage waren vorbei. Melana war immer dabei, trotz mancher Anfeindungen oder nerviger Aktionen aus dem Publikum, das sie inzwischen als Kriminalbeamtin identifiziert hatte. An einem Tag wollten alle Autogrammkarten von ihr. Die 3 Kranbesetzis hatten sich mit allen Tricks verteidigt. Selten hatte Melana solche offensiven Strategien erlebt. Aber so war das Recht nun mal. Angeklagte konnten Anträge einbringen und allen Zeugis Fragen stellen. Das traf unter anderem Marvin Schaluppe als Geschäftsführer von BioGeronto und die Landesfortschrittssenatorin. Mehrere Stunden mussten sie sich des bohrenden Verhöres erwehren. Melana saß regungslos auf ihrem Platz, notierte das Wichtigste und beobachtete die Menschen im Publikum. Fast alle sympathisierten mit den Angeklagten. Nicht alle griffen selbst in das Geschehen ein, manche hielten sich ganz raus. Immerhin das waren ein paar Erkenntnisse, mit denen Melana nach den Prozesstagen die Datenbanken füttern konnte. Regelmäßig berichtete die Presse, was erkennbar auch Ziel der Angeklagten und ihrer Unterstützis war. Die Staatsanwaltschaft wollte ein Abschreckungsurteil. Nachlesen musste Melana erst einmal die wichtigste formale Stütze der Senexix-Gegnis für ihre Verteidigung. Ein Paragraph über rechtfertigenden Notstand. Davon hatte die Kriminalbeamtin noch nie gehört. Aber die Angeklagten erklärten den Hintergrund auch umfangreich. Ihre Aktion sei zur Durchsetzung höherwertiger Ziele als dem Profit und Vorteil weniger unerlässlich. Die staatlichen Stellen hätten versagt und seien mit den Firmen eng verflochten. Die beteiligte Wissenschaft sei ebenfalls in intensive Seilschaften eingebunden. Sie diene nicht der Erforschung der Dinge, sondern der Legitimation des Profits. In einer solchen Situation sei die direkte Aktion notwendig, weil alle anderen Mittel versagen würden. Dass alle Kriterien des § 34 im Strafgesetzbuch, wo die Regelungen zum rechtfertigenden Notstand standen, erfüllt waren, wiesen sie minutiös nach. Melana hätte nicht gewusst, wie da eine Verurteilung noch zustande kommen sollte. Wer hat denn eigentlich diesen Paragraphen gemacht und wozu, hatte sie in der Sonderkommission nach einer Verhandlung gefragt. Aber niemand wusste eine Antwort. Und nur der BKAler hatte schon von dem Paragraphen gehört. Das Gericht musste sich etwas einfallen lassen, wollte es die Besetzis ins Gefängnis bringen. Melana wusste, dass das längst beschlossene Sache hinter den Kulissen war. Eine ordentliche Haftstrafe sollte her, um Abschreckung zu erzeugen. In den Plädoyers hatten die Angeklagten ihre Rechtsposition noch einmal deutlich gemacht. Die Schärfe war Melana unbekannt. Kein einziger Satz hätte das Gericht milde stimmen können. Im Gegenteil. Einige Angeklagte gingen das Gericht offensiv an. Die spannende Frage dieses Prozesses war doch nie, warum wir die Aktion gemacht haben, sondern warum Sie nicht mitgemacht haben. Sie sind die, wegen deren Nichthandeln die wenigen ihre Interessen auf Kosten anderer immer durchsetzen können. Melana hatte die Sätze wörtlich mitgeschrieben und dann notiert, dass fast alle im Saal klatschten. Am 7. Verhandlungstag war es dann soweit. Das Gericht betrat in würdevoller Formation zwecks Urteilsverkündung den Raum. Neben Melana stand nur ein Teil der Anwesenden auf, entgegen der Vorschrift. Dann, nach einem kurzen Streit, gab das Gericht nach. Dann eben nicht. Es ist auch eine Geringschätzung gegenüber den Angeklagten, was sie hier machen. Einiges Gelächter brach aus und das Gericht entschied sich, einfach mit der Urteilsverlesung zu beginnen.
Milana versuchte, die Worte mitzuschreiben. Die Angeklagten sind der gemeinschaftlich begangenen Nötigung in Tateinheit mit Hausfriedensbruch schuldig. Jeder von ihnen wird zu einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten verurteilt. Sie haben die Kosten des Verfahrens und ihre notwendigen Auslagen zu tragen. Ein Raunen ging durch den Gerichtssaal. Selbst Milana staunte. Das war die mit Abstand höchste Verurteilung, die jemals für eine politische Besetzung verhängt worden war. Pfiffe wurden laut. Das Gericht wies die Saalbewachis an, fortan alle Störungen zu beobachten und die jeweilige Person im Wiederholungsfall sofort zu entfernen. Es würde jeweils ein Hausverbot für den gesamten Tag gelten. Die Unruhe ließ zunächst nicht nach, allerdings war nicht feststellbar, wer jeweils welche Geräusche abgab. Die Angeklagten versuchten, gegen die Anweisung zu protestieren und Anträge zu stellen, um Rauswürfe zu verhindern. Scharfe Wortwechsel folgten. Dann las das Gericht sein Urteil weiter vor. Völlige Ruhe trat nie ein. Einzelne Zwischenrufe wurden jedoch nicht geahndet. Das Gericht hatte in den langen Verhandlungstagen gelernt, dass jede formale Entscheidung eine neue Antragsschlacht nach sich ziehen würde. Einige Minuten nahm die Verlesung von Informationen über die persönlichen Verhältnisse ein. Dann folgten die Vorstrafen. Milana kannte die bereits. Nur eine Person hatte Eintragungen. Es handelte sich um kleinere Delikte. Die anderen beiden traten mit, zumindest juristisch, weißer Weste an. Für das Urteil nütze das nichts. Die 3 Angeklagten gehören zum Kreis von Aktivistis und Sympathisantis der sogenannten Senexik-Gegnis, deren maßgebliche Triebfeder die hier nicht angeklagte Scarlett Ginovaya ist. Das steht nach der Sichtung der verteilten Flugblätter und Online-Seiten fest. Insbesondere der engere Personenkreis beteiligte sich bereits mehrfach an, auch als politisch bezeichneten Aktion unterschiedlichster Art. Unter anderem beteiligten und betätigen sich die Angeklagten als Aktivistis gegen die Erforschung und Verringerung der Alterungsprozesse mithilfe gentechnischer Verfahren. Sie waren und sind der Auffassung, dass von dieser Technik ganz erhebliche und in ihren Folgen nicht abzuschätzende soziale Verwerfungen ausgehen würden und dass Versuche mit menschlichen Embryonen auf übersteigertem Profitstreben der damit befassten Unternehmen beruhten, was zu missbilligen und abzulehnen sei, gerade auch, weil es ohne Rücksicht auf damit verbundene Gefahren für das soziale Gleichgewicht und die Gerechtigkeit insgesamt verfolgt werde. Darauf aufbauend erachteten und erachten sie noch heute gewaltsame, von ihnen so bezeichnete, Besetzungen durch unerlaubtes Betreten von Privatgrundstücken und Blockade von Maschinen oder Baustellen als legitimes Mittel des Protestes. Auch aus diesem Motivbündel heraus entschlossen sich die Angeklagten, den nach ihrer Auffassung zudem rechtswidrigen, weil ihrer Ansicht nach nicht von einer wirksamen Genehmigung gedeckten Bau des gläsernen Labors, eigenhändig und gewaltsam zu behindern. Applaus kam auf. Erst zaghaft, dann, als das Gericht nicht reagierte, mutiger. Richtig gemacht! Wir brauchen mehr so mutige Menschen! Offenbar wollten die meisten der Zuhörer damit ihre Zustimmung zu den beschriebenen Aktionen ausdrücken. Milana war gespannt, ob das Gericht nun härter einschreiten würde. Aber das tat es nicht. Es wartete geduldig ab, bis der Lärmpegel sich senkte. Die nächsten Teile des Urteils beschrieben die Abläufe der nun Verurteilten tatgenauer, fassten Zeugeaussagen zusammen und sollten dem Nachweis dienen, wie alles stattgefunden habe. Dann äußerte sich das Gericht zur kniffligsten Frage, die den Prozess über weite Phasen dominiert hatte. Die Angeklagten berufen sich im Übrigen darauf, zum Schutz höherwertiger Rechtsgüter gehandelt zu haben und damit gerechtfertigt zu sein. Die Senexik sei zum einen ein Akt organisierter Unverantwortlichkeit, da die sozialen Fragen eines längeren Lebens, welches nur reichen und mächtigen Menschen dient, für die übrige Gesellschaft und Welt unabsehbar seien. Medizinischer Fortschritt für alle werde erschwert und das soziale Gefälle zwischen Bevölkerungsgruppen verschärft. Die Kommerzialisierung der Medizin werde fortschreiten, kleinere Unternehmen weltweit vom Markt vertrieben oder von den Lizenzen der beteiligten Konzerne abhängig. Die Lebenserwartung der Unterprivilegierten werde sinken. Zudem werde die Tür zur Manipulation menschlichen Lebens weit aufgestoßen. Die Angeklagten können sich aber nicht auf diesen rechtfertigenden Notstand gemäß § 34 StGB wegen der Nötigung und des Hausfriedensbruchs berufen. Zwar kann in dubio pro reo die Existenz potenziell unumkehrbarer Folgen für die Gesellschaft durch eine sozial unausgewogene Anwendung der Senexik mit möglicher Schadenseinwirkung für Rechtsgüter der Menschheit nicht hinweggedacht werden, wobei alle anderen, insbesondere ökonomischen Folgen der reinen Senexik-Forschung bereits nicht unmittelbar drohen. Auch wäre die denkbare Gefährdung für Leib und Leben gegenüber der Forschungsfreiheit höherrangig.
Bei der fehlenden Konkretisierung der akuten Gefahr durch die reine Forschung fehlt es jedoch schon an der Geeignetheit der Baustellenblockade. Denn es handelt sich um eine rein politisch motivierte Symboltat. Als reine Behinderung der Forschung kann sie sich bereits nicht auf eine Gefahrenlage berufen. Zur Verhinderung der abstrakten Gefahren durch Synexik ist die Baustellenblockade nicht zur Gefahrenbeseitigung geeignet. Erwünscht oder nicht erwünscht, weltweit ist die Synexik nicht mehr zu stoppen, solange die Völkergemeinschaft sich nicht übereinstimmt dazu entschließt. Der letzte Satz löste erheblichen Protest aus. Hatten die meisten eine Weile aufmerksam zugehört und nur vereinzelt durch Unmutsäußerungen gestört, so brach nun ein Protestgewitter los. »Das ist Unsinn«, lautete ein Zwischenruf. Andere reichten von »Wer nicht kämpft, hat schon verloren« bis zum Vorwurf an das Gericht. »Selbst nichts machen, aber Aktionen anderer für chancenlos erklären. Pah!« Recht böse hörte sich eine Stimme an. »Wollen Sie sich mit solchen Gefälligkeitsurteilen nach oben arbeiten, um sich diesen Scheiß selbst leisten zu können?« Eine Weile hörte das Gericht den Rufen zu, um sich dann selbst lautstark wieder durchzusetzen. Der Vorsitzende Richti, wie die Hauptperson so einer Inszenierung benannt wird, hob den Blick vom Touchscreen und formulierte jetzt frei mit Blick auf das kritische Publikum: »Es mag Ihnen gefallen oder nicht, aber wir sind aufgrund der Beweiserhebung zu der Überzeugung gelangt, der Geist ist aus der Flasche.« Wieder setzte lautstarker Protest ein, der nicht mehr enden wollte. Schließlich ließ das Gericht den Saal räumen, um dann sich selbst und wenigen Justizbeamtis das Resturteil vorzulesen. Melana war auch nicht mehr dabei. Sie begab sich vor das Gericht, um den dort einsetzenden Protesten und einer kleinen Spontandemo durch die angrenzenden Straßen zuzusehen. Nach Eintreffen weiterer uniformierter Einheiten verließ sie den Ort. Weiter so! Na, wenigstens etwas, dachte Marvin, als er vom Urteil erfuhr. Vielleicht schüchtert es sie ein. Der Abschluss des Gerichtsverfahrens war ein kleiner Lichtblick in der ganzen Auseinandersetzung. Mich stresst das alles nur noch, hatte auch Ajit in der letzten Strategierunde gesagt. Inzwischen war Karen die Einzige, die in ihrer kämpferischen Haltung blieb. Am Ende zählt, dass wir in den Förderprogrammen drinbleiben und weitermachen können. Wenn die da draußen das nicht kapieren, dann halt nicht. Ist nicht mein Problem. Aber richtig überzeugen konnte sie damit keini mehr. Marvin blätterte durch den Kostenvoranschlag für die neuen Sicherungsmaßnahmen. Das gläserne Labor war ein gutes Stück vorangekommen. Jetzt sollte die teure Technik eingebaut werden. Ein Sabotageakt wie in Gelsenkirchen oder Leipzig musste unbedingt verhindert werden. Das gleiche galt für die Baustelle der Mikrolysis-Labore. Die Technik dort war weitgehend repariert. Doch wirksame Sicherungen waren teuer. Einen guten Teil der durch Doppelförderung und fingierte Anträge eingenommenen Gelder musste BioGeronto nun in die Bewachung stecken. Der Traum schöner Rücklagen war ausgeträumt. Aber eine Alternative gab es kaum und so quittierte Marvin den Auftrag. Eine Woche später hatten sich die Bewachungsfirmen an beiden Orten neu eingerichtet. Mit Sensoren aller Art, Personenfanganlagen, Gänsen, CS-Sprühanlagen und kleinen Hütten mit technischer Überwachungsausstattung für die Wachschützis. Das ganze Arsenal, was heute bei der Objektbewachung üblich war, wurde aufgeboten. Bei aller Trauer um das verlorene Geld freute sich Marvin doch über die beruhigende Wirkung, die der Auftrag in seinem Inneren bewirkte. Die Baustellen waren nun in der Obhut professioneller Kräfte. Das Thema war für ihn durch. Verboten. Die Strategierunde dauerte diesmal recht lang. Viele organisatorische Dinge lagen an. Die ersten Förderperioden gingen zu Ende und es mussten saubere Abrechnungen her. Angesichts des hohen Anteils geförderter Lohnkosten war das allerdings einfach. BioGeronto und die Ablegerfirma in Leipzig wickelten inzwischen die Mehrzahl ihrer Stellen über die Förderprogramme ab. Die meisten Einnahmen aus dem laufenden Betrieb blieben als Reingewinn hängen und konnten in den Bau des neuen Laborgebäudes in Leipzig fließen, wo die Start-up-Förderung nur 80% der Kosten abdeckte. Marvin hatte zudem die Idee eingebracht, eine weitere Firma aufzubauen oder zu kaufen, um die Angebotspalette in der Analytik zu verbreitern und auch in den westlichen Bundesländern ein Standbein zu schaffen. Wir können nach Köln oder Düsseldorf. Da sitzen große Pharmakonzerne, mit denen wir bessere Verbindungen oder sogar gemeinsame Produktentwicklungen brauchen. Kann ja sein, dass die Förderungen nicht ewig fließen. Dani wollte davon allerdings nichts wissen. Ich habe bisher noch bei keinem Gespräch den Eindruck gehabt, dass irgendwelche Mittel in Frage gestellt werden. Dennoch war sich die Runde einig, das Spektrum der Einnahmequellen zu verbreitern. Ist ja auch egal, meinte Marvin. Jedes zusätzliche Geld nützt.
Nur Ajit schüttete den üblichen Wermutstropfen in die gute ökonomische Lage der Firma. In der Öffentlichkeit ist unser Ansehen nicht so toll wie bei den Fördermittelgebern. Ich hoffe, das schlägt sich nicht irgendwann doch nieder. Die Bemerkung lenkte das Thema auf die Kampagne gegen die Senexig und die Firmenseilschaften rund um Fergib und Beo Geronto. Gibt's da was Neues? Fragte Danny. Ajit stellte sein U-Pad in die Dockingstation und rief die Datenbank auf. Ich lasse hier alles automatisch erfassen, was online zu finden ist. Im Moment dominiert der Film. Dabei kann ich nur auswerten, was auch online zu finden ist. Im ersten Monat wurde das Ding 17 Mal gezeigt, im zweiten 28 Mal. Das ist keine große Steigerung. Dann aber ging es los. 77 öffentliche Vorführungen habe ich registriert. Und im letzten Monat waren es über 300. Läuft er überall? Wollte Danny wissen. Vor allem in den Städten, den größeren und auch kleineren Städten. Auf dem Land ist das Thema Gesundheit wohl nicht so angesagt. Und überall in Deutschland? Ja und nein. Es sind, wie schon gesagt, vor allem die Ballungszentren, wo solche Fragen präsent erscheinen. Ein spannender Fall ist Nordrhein-Westfalen. Da ist in den ersten 2 Monaten nach Erscheinen der Film gar nicht gelaufen. Dann gab es 3 Vorführungen und danach ist es explosionsartig nach oben gegangen. In diesem Monat, der ja erst zur Hälfte rum ist, gab es bundesweit 423 Vorführungen. Davon über die Hälfte in Nordrhein-Westfalen. Gibt es eine Erklärung? Keine Ahnung. Nach allem, was ich weiß, haben Sozialverbände und mehrere Verbraucherzentralen sich geweigert, den Film zu verbreiten oder auch nur Informationen dazu zu verteilen. Ich weiß mindestens von einem Fall, wo einer interessierten Gruppe das Zeigen des Films wieder ausgeredet wurde. Warum das? Die stehen doch auch kritisch zur Senexig. Aber die haben andere, vor allem eigene Interessen. Die müssen mit ihren Kampagnen spenden und auch Fördermittel akquirieren. Da distanzieren sie sich schnell von radikalen Aktionen, die im Film ja gezeigt werden. Die werden nicht nur gezeigt, die werden richtig gefeiert. Deshalb gibt es bei großen Verbänden wohl die Distanz. Aber jetzt läuft der Film? Ja, der Boom kam ziemlich schnell nach der ersten Vorführung. Interessant ist aber, dass es bis heute nur kleine örtliche Gruppen oder sogar Einzelpersonen sind, die sich um die Filmabende kümmern. Marvin fragte nach. Das heißt, dass sich der Film und die Informationen eher graswurzelartig verbreiten? Ja, scheint so. Die großen Verbände haben den nirgends im Programm und bis heute nie erwähnt, selbst in längeren Abhandlungen über das Thema nicht. Aber die Basis interessiert sich. Die macht ihr eigenes Ding. Das ist ungewöhnlich, oder? Schon. Eigentlich hatte ich die gar nicht mehr als eigenständig wahrgenommen. Schade eigentlich, drehte sich Karin zu Marvin. Dann hat unser kleines Geschenk also nicht allzu viel gebracht. Welches Geschenk? Wollte Dani wissen. Ach, nicht so wichtig, versuchte Karin die Sache runterzukochen. Doch das gelang jetzt nicht mehr. Nach einem kurzen Blick in weiterhin fragende Gesichter erläuterte sie, mehrere NGOs haben sich recht deutlich von dem Film und denen, die denen in Umlauf bringen, distanziert. Ich hatte mich da mit denen mal getroffen vorher. Und? Naja, sie signalisierten da Bedarf bei einem anderen Projekt. Du hast die bestochen? Nein, so platt ist das heute nicht mehr. Eher, eine Hand wäscht die andere. Marvin sprang Karin zur Seite. Das ist nun mal so, überall. Und hier doch auch ganz positiv in unserer Sache. Hat nur nicht viel genützt, fügte wieder Ajit seine nüchterne Sichtweise ein. Aber das kann Mensch zumindest den NGOs nicht vorwerfen. Die haben es versucht, ihre Leute vom Zeigen des Films abzuhalten. Haben die das auch öffentlich gemacht? Moment. Ajits Finger fuhren über den Touchtable. Ja. 4 Mal haben sie sich kritisch zum Film geäußert. Also ich meine jetzt öffentlich. Intern haben sie wohl noch häufiger davon abgeraten, den zu zeigen. Tja, nur bei den Leuten vor Ort nicht angekommen. Leider. Es hat bei Mitgliedern und den Ortsgruppen der NGOs die Sache nur eine gewisse Zeit verzögert. Die waren wohl erstmal schon vorsichtig, als sie die Warnung von den zentralen Büros kamen. Aber das hat nicht lange gehalten. Nach einiger Zeit haben sie alle den Film gezeigt. Die unabhängigen Gruppen hatte die Warnung ja ohnehin nicht erreicht. Und was machen die Apparate nun? Die halten jetzt die Klappe. Aber das verstehe ich auch. Ich habe mit einigen telefoniert und die waren recht offen zu mir. Sie können nicht ganz auffällig gegen die eigene Basis agieren. Das sehe ich auch so, unterstützte Karin solche Vorsichtigkeit. Schlimmer als der Misserfolg, den Film zu stoppen, wäre doch, wenn es neues Futter für diese Krawallmachis gäbe. Zum Beispiel die Schlagzeile, Bio Geronto besticht, naja, ihr könnt es euch denken. Klar, aber trotzdem, was tun wir? Ich wüsste nichts weiteres. Hoffen wir auf die gerichtliche Entscheidung, die müsste ja in den nächsten Tagen kommen. Vielleicht ist er dann einfach verboten. Glaubst du das? Nun, nach allem, was ich weiß, gab es da schon ziemlich direkte Verbindungen unserer Anwaltis zu der ausgesuchten Kammer. Ich denke, da geht was. Wollen wir es hoffen. Sind wir dann durch? Leider nicht. Wir haben noch ein Problem, setzte Marvin das Treffen fort. Oh Schreck, welches diesmal? Die haben Akteneinsichtsanträge gestellt bei den Fördermittelstellen. Wieso Akteneinsichtsanträge? Na, bei den Vergabestellen. Die wollen in den Briefwechseln, Anträgen und Gesprächsprotokollen herumblättern. Das ist doch Unfug. Die können doch nicht einfach da reingucken. Ich fürchte, doch. Wie? Die berufen sich auf Gesetze.
Die sind schon einige Jahrzehnte alt und eher unbekannt, aber die gelten wohl. Wer sagt das? Ich habe mit den Anwaltis gesprochen. Die geben uns wenig Chancen. Marvin legte eine Pause ein. Es sei denn was? Es sei denn, haben die gesagt, das Verfahren kommt einfach nicht zum Abschluss. Wie ist das gemeint? Verzögern, was das Zeug hält. Einfach erstmal nichts machen. Dann müssen die klagen. Das dauert schon mal Monate. Und danach lässt sich einiges finden. Von Fristverlängerung wegen Urlaub, Krankheit oder Stellenneubesetzung bis zum Vortäuschen irgendwelcher Vergleichsverhandlungen und schließlich dem Ausnutzen aller Instanzen. Aber irgendwann ist es zu Ende, oder? Erstmal sehen. Das sei bewährte Taktik, sagen die Anwaltis. Die meisten geben auf, wenn es mehrere Jahre dauert. Zudem kostet das ja richtig viel Geld. Ob die das haben, wage ich mal zu bezweifeln. Na gut, probieren wir es halt. Wir haben auch wenig andere Möglichkeiten. Wenigstens sind die dadurch beschäftigt. Dann lassen sie vielleicht unsere Baustellen in Ruhe. Karin grinste. Schön wär's. Vielleicht kriegen die aber auch beides hin. Oder sind überhaupt nicht die gleichen Leute, ergänzte Ajit. Okay, das war's jetzt aber, oder? Die vier gingen wieder an ihre Arbeitsplätze zurück. Auf dem Bildschirm von Marvin leuchtete eine Eilmeldung aus dem Anwaltsbüro. Gerichtsentscheidung gegen Film. Vorläufig verboten. Bitte um Rückruf. Im ganzen Büro war der Jubelschrei zu hören. Und schnell ließen sich die anderen die neue Meldung erzählen. Das Gericht hatte dem Antrag komplett stattgegeben. Ohne irgendeine Beweiserhebung, haben die Anwaltis berichtet. Geht das? Informierte sich Ajit. Keine Ahnung. Aber ist doch egal. Gut für uns. Rhetorische Eigentore. Die Synexix-Gegnis hatten neues Futter gefunden. Ui, die sind schnell, entfuhr es Ajit. Erst gestern ging die Pressemitteilung von UPLS rum, dass der Konzern eine neue Pressesprechi eingestellt hatte. Heute gab es schon die Gegenerklärung. Schau mal, zeigte Ajit Karin die Entdeckung. Die haben sich für ihre komische Hinter-den-Laboren-Kampagne sogar einen Header gebastelt. Tja, werden wohl langsam professionell. Beide schauten auf den Text, der sich auf dem Touchscreen öffnete. Peinliche Pressesprechi. Die Einstellung von Gernot Schulwein als zukünftiges Sprachrohr der Firma UPLS zeigt, welche politischen Positionen dort hoffähig sind. Der Posten des Pressesprechers ist für den Konzern von besonderer Bedeutung. Mit Schulwein wird die Außendarstellung fortan von einer Person bestimmt, die sich in der Vergangenheit schon häufiger gegen jegliche Rücksichtnahme auf soziale Belange ausgesprochen hat. So finden sich in seinem Buch »Warum Angst vor mehr Reichen?« etliche Aussagen, die die immer weiter auseinanderklaffende Schere zwischen Arm und Reichen als notwendigen Antrieb für eine leistungsstarke Wirtschaft bezeichnen. Armut würde zur Leistungsbereitschaft führen, die gerade bei schwer zumutbaren Jobs nötig sei. Im Folgenden einige auserwählte Zitate aus Schulleins Buch. Einen deutlichen Anstieg der Reichtumsunterschiede als Katastrophe zu betrachten, ist lediglich eine Meinung. Die Idee, die Menschheit könne sich an solche Veränderungen nicht anpassen, insbesondere durch Innovation in den Rekrutierungsprozessen für einfache Arbeiten, ist eine Beleidigung für die Menschheit. Die Leute, die archaische Lösungen wie Mindestlöhne oder Grundeinkommen propagieren, sind die gleichen pessimistischen Misanthropen, die auch meinen, Thomas Malthus sei ein großer Prophet gewesen. Sie glauben wirklich, die Menschheit sei eine Pest auf der Erde. Dabei sind wir ihre Krönung. All unsere Errungenschaften, seien es Industrie, leistungsstarke Autos, moderne Technik oder Sicherheitspolitiken, werden als schädliche Umverteilung von unten nach oben verunglimpft. Wir haben die Erde nicht ungleich verteilt, wir haben sie humanisiert. Und unsere Art des Wirtschaftens ist ein 5000-jähriges Projekt zur Beherrschung der Naturgewalten und Gestaltung unserer Welt, das weiter voranschreiten muss. Die Menschheit hat kein Recht auf Fortschritt für alle. Die Zitate sprechen für sich und ein kaltes Denken in den Chefetagen solcher Konzerne. Schulein hat zudem eigene wirtschaftspolitische Forderungen aufgestellt, die eine Zuspitzung der sozialen Ungleichheiten zum Ziel haben. Darin steht wortwörtlich: Armutsberichte gehören abgeschafft. Wirtschaftswachstum ist gut. Naja, richtig dolle sind die Aussprüche von Schulein wirklich nicht. Vielleicht sollte dir mal eine Rhetorikschulung machen. Oder ein bisschen Kreide fressen. Wäre sicher besser für unsere Sache. Der Überfall, hochgesichertes Labor zerstört.
Nermin drehte ihren Stuhl. Alle im Raum hatten ihre Aufregung bemerkt. Verdammt! Die haben das Labor in 2 Brücken zerstört. Komplett! Wer ist die? Fragte Milana, das die deutlich betonend. Keine Ahnung. Niemand hat was gesehen. José ist draußen mit sie und im Team. Es gibt bisher keine Spuren. Das ist ja was ganz Neues. Aber der Laden war doch deutlich besser gesichert jetzt. Ja, aber die Bewachis haben nichts gemerkt. Was heißt nichts gemerkt? Haben die geschlafen? Das müssen wir noch herausfinden. Jedenfalls standen die Festnahmeeinheiten der Polizeiwache bereit, aber niemand hat sie gerufen. Schweigen. Haben die auch Wachhunde, die ab und zu ins Freie laufen? Die beiden sahen sich an. Dann lachten beide los. Erst leise, mehr kichern, dann laut. Verdammte Scheiße! Die sind einfach besser als der ganze Haufen selbsternannter Sheriffs, der da eingestellt wird, um die blöden Baustellen zu sichern. Nermin, wie redest du denn? Ist doch so. Und ich fürchte, uns wird das Lachen auch noch vergehen. Warum? Wer sollte uns da was anhaben? Immerhin sind wir jetzt endlich mal wieder bei Ermittlungsarbeiten, für die wir auch ausgebildet sind. Aber deshalb sind wir auch die Versagis bei der ganzen Sache. Ständig geht was kaputt. Die greifen hochgesicherte Baustellen an und wir? Keinerlei Fahndungsergebnisse. Beide schwiegen wieder. Wir brauchen mal was, was wir vorzeigen können. José findet bestimmt wieder nichts. Abwarten. Jeder Mensch macht Fehler. Habe ich bisher auch gedacht, aber inzwischen bin ich mir nicht mehr so sicher. Außerdem, José, ich weiß nicht. Schon komisch, dass dir nie irgendetwas findet. Milana schaute verwirrt. Was willst du damit sagen? Weiß nicht, eigentlich nichts. Vielleicht haben wir einige grundsätzliche Denkfehler. Aha. Wäre doch möglich, dass die ihre Labore selbst kaputt machen. Warum sollten sie? Davon hängen doch ihre Jobs ab. Vielleicht ist irgendwas faul an ihren Entdeckungen. Und solange sie unverschuldet nicht weitermachen können, merkt es niemand. Dazu haben sie auch noch das Mitleid auf ihrer Seite. Milana tippte einige Sätze. Ich informiere die Soko. Vielleicht sollten wir doch schauen, ob wir die an eine zentrale Stelle zusammenlegen, um die Einsätze besser zu koordinieren. Aber dann bitte in Berlin. Ich habe keine Lust auf irgendwelche Käfer. Dann schlag ich das mit vor. Sie tippte wieder eine Weile. Und wenn die Wachschützis es sind? Du meinst, sie zerstören das, was sie bewachen sollen? Könnte doch sein. Das würde jedenfalls einiges erklären. Dann wäre das mit dem Wachhund aber eine ziemlich schlaue Ablenknummer gewesen. Ja, warum nicht? Weil Wachschützis eigentlich nicht schlau sind. Die sind nicht umsonst nie bei uns gelandet. Willkommen im Club der Besseren, was? Milana schrieb wieder ein paar Zeilen ihres Berichts an die anderen beteiligten Kriminalabteilungen. Die hätten immerhin ein Motiv. Und welches? Sie werden sich den Nixix nicht leisten können. Müssen aber jeden Tag mit anschauen, wie Millionen in diese Technik fließen. Reiche Leute kommen und gehen, sie müssen alles bewachen. Für ein Appel und ein Ei. Die haben nichts zu verlieren, das stimmt schon. Sogar im Gegenteil, je mehr kaputt geht, desto intensiver muss bewacht werden. Stimmt, gar nicht dumm gedacht. Vielleicht sollten wir die ganzen Abläufe mal unter diesem Blickwinkel durchgehen. Andererseits, du hast die eben selbst als eher einfach denkend beschrieben. Wie passt das zu den Vorgehensweisen bei den Aktionen? Nermin zuckte mit den Schultern. Verbieten, verboten. Marvin? Ajit fand seinen Chef nicht in dessen Arbeitswabe. Ich glaube, der ist im Labor. Im Labor? Marvin? Ja, mit Chris. Der ist so selten da und es ist so viel zu besprechen. Ajit lief den Gang hinunter und konnte die beiden durch die doppelte Glastür erkennen. Das Schleusungsverfahren schien ihm zu aufwendig. Er schickte Marvin eine Kurzmitteilung via U-Pad und wartete auf sein Erscheinen. Was gibt's? Tauchte der einige Minuten später auf, gleich zusammen mit Chris. Der Film. Du weißt schon, hinter den Laboren, Seilschaften deutscher Senexik. Der soll an der Universität gezeigt werden. Ist hier gerade als Meldung reingekommen. Marvin schaute erschrocken. Wie? Ich dachte, der wäre verboten. Ja, ist wohl eine neue Fassung. Aha. Na, mal sehen. Er schaute Chris an, der gewohnt desinteressiert wirkte. An deiner Uni? Müssen wir uns das gefallen lassen? Mir ist das egal. Meine Antworten gebe ich im Hörsaal und im Labor. Toll, schimpfte Marvin. Ich fänd's schöner, wenn die wissenschaftliche Seite da auch mal Klarstellung beziehen würde. Mein Ruf ist doch schon im Eimer. Da kann ich nicht mehr viel ausrichten. Chris zog die Schultern hoch. Das alles war nicht seine Baustelle. Marvin sah das anders und kurz entschlossen meldete er sich zusammen mit Karin zu einem Treffen bei der Unileitung an. 3 Stunden später saßen sie im komfortablen Besprechungsraum des Verwaltungstraktes im Hauptgebäude und erfuhren, wie die Sache stand.
Die Hochschulgruppe der Violetten hatte den Raum gebucht und auch bestätigt bekommen. Das ist ein bisschen blöd. Wenn wir das jetzt wieder absagen, sieht es wie Zensur aus, formulierte der Universitätspräsident Tisierne Bedenken. Aber in meinen Räumen will ich dieses Pamphlet nicht haben, setzte dir Dekani des Fachbereichs Medizin dem Sierne Ablehnung entgegen. Dann teilen wir der Gruppe einfach mit, dass aus technischen Gründen die Raumnutzung leider nicht möglich sei. Fertig. Das wird denen nicht gefallen. Egal, da müssen wir dann schon durch. Konfliktfrei kriegen wir das nicht hin. Die werden den Film dann einfach woanders zeigen. Wenigstens nicht an der Uni. Die haben ihre Werbung schon gemacht. Die Leute kommen dann zum falschen Raum. Pech gehabt. Naja, die tragen dann auf dem Tür-Touchscreen ein, wo der neue Ort ist. Den können wir abschalten. Dann hängen die einen Zettel auf und stellen sich dahin. Vielleicht, mischte sich Karen ein, sollten wir was Eigenes inszenieren. Was? Eine Veranstaltung. Irgendetwas, wo wir das Thema diktieren und den Verlauf. An was denken Sie? Keine Ahnung. Eine Diskussion vielleicht, bei der wir Pro und Contra einladen. Sie wollen die einladen, die wir gerade rausschmeißen? Nein, nicht die. Sondern wir wählen genau die aus, von denen wir wissen, dass sie nur über die medizinischen Risiken und wissenschaftlichen Fragestellungen mit uns debattieren. Da können wir nicht verlieren. Warum nicht? Weil das Ergebnis immer heißt, wir müssen mehr forschen. Und wer forscht? Die Präsidiumsmitglieder verstanden. Wir. Wer sonst? Das ist dann ein Ergebnis, das uns nützt, so oder so. Genau. Gleichzeitig stehen wir als weltoffen da. Wir können das Verbot der Veranstaltung mit deren Einseitigkeit begründen und laden gleichzeitig zu einer eigenen Sache ein. Sie verkaufen wir als ausgewogen und stehen sogar besser da als die ewigen Nörglis. Schöne Idee. Können Sie da einen Vorschlag erarbeiten? Ja, aber Sie müssen die Teilnehmis fürs Podium ansprechen. Nur die Uni hat das nötige Image, wir nicht. Klar, das sollte gelingen. Gut, das wäre doch eine brauchbare Lösung. Sie bereiten das vor. Karen nickte nochmals als Zustimmung. Der Präsident machte Anstalten, das Treffen zu beenden. Warten Sie mal. Sierne Sekretäri rief den Plan der Gebäudegrundrisse auf den Touchtable. Da schauen Sie. Ist kein Problem. Was kein Problem? Die Sache mit der ausfallenden Veranstaltung. Wir machen die zwei Zugangstüren auch dicht. Da stellen wir jeweils Aini, unser Hausmeistis, hin. Die passen auf, dass niemand etwas anklebt. Dann gibt es eine Ersatzveranstaltung, aber niemand bekommt mit wo. Okay, ist nicht wirklich nett und ein bisschen aufwendig, aber die Sache wohl wert. Die Idee motivierte auch Karen wieder, weiter darüber nachzudenken, wie der kritischen Veranstaltung noch zu schaden war. Ich werde mir was einfallen lassen, damit der Film auch woanders ausfällt. Na, das klingt aber sehr aggressiv. Achten Sie bitte ein bisschen auf den Ruf der Universität. Wir hatten schon genug Ärger, als wir vor ein paar Monaten die Informationsseiten der Senexix-Kritikis auf unseren Online-Zugängen gesperrt hatten. War eher Glück, dass keine großen Medien darauf angesprungen sind. Ich finde das gut, was Frau Thiele vorgeschlagen hat, mischte sich Marvin ein. Es ist auch ein Signal, dass die Universität solche Art von Kritik nicht akzeptiert. Sollen wir Ihnen behilflich sein? Marvin schaute in fragende Gesichter. Na, ich meine dort, wo dann die Veranstaltung stattfinden wird. Die werden ja irgendeinen Ausweichort finden. Wollen Sie denn dabei sein? Lieber nicht. Als Zielperson von deren Kampagne würde ich die Lage nur aufheizen. Sehe ich auch so. Ich schaue mal, wen ich ansprechen kann. Wenn da eine nicht zuordnbare Runde von Studis und Dozentis agiert, ist das besser. Aber bitte nicht irgendwie als offizielle Einmischung der Uni, zeigte sich der Präsident hier immer noch ängstlich. Nein, keine Angst, wir kriegen das hin. Gut, ich höre mich auch um, kündigte Karen an, in ihren Seminaren Unterstützung einzuwerben. Ich vermittle das dann an Sie weiter. Einverstanden. Zeigen wir, dass es rote Linien gibt und wir nicht der Bocksack aller Maschinenstürmis der Welt sind. Aus und vorbei. Das erste Labor gibt auf. Marvin hatte nach längerer Zeit endlich mal wieder gut und lange geschlafen. Allein das verlieh ihm gute Laune, mit der er zunächst den Vormittag für sich selbst freihielt. Das Büro wollte er mal ein paar Stunden aus seinem Leben draußen halten. Er frühstückte allein, verabredete sich dann mit seinem Gelegenheitspartner Leoni und trank einen guten Eiskaffee auf der Veranda des Lieblingsstraßencafés nahe des Alexanderplatzes. In einiger Entfernung surrten die E-Taxis vorbei, während direkt um den Sitzbereich viel Grün zu finden war. Marvin mochte diese Art von Naturoase mitten in der Stadt, auch wenn er in seinem sonstigen Leben eher dem Technischen anhing. Im Büro wurde er immer wieder belächelt, weil sich sein U-Pad mit einem Vogelgezwitscher meldete. Aber so war er halt, aufgewachsen in einem kleinen Dorf, das der nahen Stadt als Erholungs- und Luftaustauschzone zugeordnet war. Mit Leoni plante er gemeinsame Reisen, wie üblich hinaus in die nur spärlich bewohnten Parks weit außerhalb der Verdichtungsräume.
Es waren viele schöne Erinnerungen, die er an solche Zeiträume hatte. Jetzt, die Mittagszeit war erreicht, rief aber wieder der Dienst. Nach einer innigen Umarmung trennten sich die beiden und Marvin fuhr fröhlich zur Firma. Kaum im Büro öffnete er die aktuellen Presseberichte zur Senexig und seine Stimmung war dahin. Kein Senexig-Labor in Gelsenkirchen. In Nordrhein-Westfalen wird es vorerst keine Labore für die Technologie zur Verhinderung des Alterungsprozesses mit gentechnischen Verfahren geben. Das bisherige Förderprogramm des Landes zur Senexig, das die meisten Versuche und den Aufbau des Gelsenkirchener Labors finanziert hatte, wurde beendet. Die neuen Programme zu innovativen Verfahren in der Medizin würden die Senexig nicht einschließen. Grund sei die gestiegene Skepsis in der Bevölkerung. Die Violetten hatten in den Koalitionsverhandlungen die Streichung aller Mittel durchgesetzt. Ohne diese war auch der Wiederaufbau der zerstörten Baustelle in Gelsenkirchen nicht möglich. Die Universität Brüssel zog ihr Vorhaben daraufhin zurück und kündigte eine Verlegung in ein anderes Land an. Das Juppet zwitscherte. Ja, Rolf, was gibt's? Gute Nachrichten, Marvin. Oh, wie schön, kann ich gebrauchen. Wieso, ist schon wieder was kaputt? Nein, und auch nichts bei uns. Aber ich habe eben die Meldung auf dem Bildschirm, dass die das Labor in Gelsenkirchen nicht mehr aufbauen und die Landesregierung ganz aussteigt. Ich hoffe, das ist kein Wink mit dem Zaunfall für andere. Klingt nicht gut. Aber dafür habe ich ja was Nettes. Lass hören. Wir haben die Koordinationsstelle für die Sozialverträglichkeitsbegleitforschung bewilligt bekommen. Wird jetzt in unserem Büro angesiedelt. Ja, super. Das ist ja wirklich was Schönes. Wunderbar. Marvin lehnte sich zurück, schloss kurz die Augen und atmete tief ein. Marvin? Ja? Was ist? Nichts, ich freue mich. Sagst du Cherie Bescheid? Die kann sich ja jetzt auf die Sache vorbereiten. Ja, aber langsam. Es ist eine öffentliche Förderung. Es muss alles so aussehen, als gäbe es eine öffentliche Ausschreibung der Stelle. Ja, brauchst du mir ja nicht zu sagen. Läuft wie immer. Du wirst das schon richtig machen, da habe ich keine Zweifel. Rolf lachte. Ich auch nicht. Siehste. Na dann mal los, dass wir wenigstens da aus dem Vollen schöpfen können. Ich mache ein schönes Schild an die Tür und einen Eintrag auf dem Display vorne am Eingang. Dass alles so aussieht, als hätte es nichts mit uns zu tun. Na, das hat es ja wohl auch nicht, oder? Aber klar doch, selbstverständlich. Beide lachten. Der Tag bot einiges an gefühlsmäßiger Berg- und Talfahrt. Zusammen ermitteln. Elana und Nermin hatten sich durchgesetzt. Die Sonderkommission saß jetzt zusammen in neuen Räumen, und zwar in Berlin. Der Ausblick war nicht ganz so schön wie in ihren bisherigen Büros, aber die neuen Soko-Zimmer waren geräumiger. Zwei Kollegis aus Sachsen waren hinzugestoßen, zudem ein Beamter aus dem Bundeskriminalamt. Das erste Projekt, welches sie gemeinsam stemmten, war die Überprüfung der Wachschützis. Und? Fragte Melana in die Runde. Bei mir? Nichts. Was heißt nichts? Keine Spuren, keine verdächtigen Biografien. Das schließt nichts aus, aber es gibt keine Vorgeschichte und keine Hinweise darauf, dass die Bewachis irgendwas damit zu tun hätten. Bei mir ist es ähnlich. Sigi aus Leipzig zögerte etwas. Eigentlich bei mir auch. Allerdings gibt es bei zweien ein paar Hinweise. Nichts wirklich Zwingendes, aber doch interessant. Aha, erzähl. Die sind zusammen eine Schicht bei der Leipziger Baustelle. Und beide Mitglied bei den Freien, also der Partei. Wie, das sind doch Rechtsradikale. Ja, aber das wäre kein Widerspruch. Von denen sind viele im Bewachungsgewerbe. Und sie sind oft gegen solche Hightech. Na gut, weiter? Die sind wohl mal zusammen auf eine Infoveranstaltung gegangen von Wohlfahrtsverbänden. Da ging es um Senexig. Die sind also selbstkritisch eingestellt? Davon können wir ja sowieso ausgehen. In den unteren Einkommensschichten ist die Technik ziemlich verschrien. Die haben ja auch nichts davon. Selbst schuld, sollen sie sich anstrengen. Mit der Bemerkung machte der Beamte des BKA sich in der Soko keine Freundis. Die Bundespolizistis waren bei ihren Landeskollegis wegen der höheren Soldgruppen immer etwas schräg angesehen. Nach einigen bösen Blicken fügte Sigi an, wir wissen das nicht, warum die da waren. Vielleicht haben sie ja auch die Gegnis beobachten sollen. Habt ihr die befragt? Noch haben wir gar nichts gemacht. Es war ja nur eine Recherche. Wir wollten ja jetzt absprechen, wie wir weiter damit umgehen. Gut, gibt es weitere Erkenntnisse? Alle schwiegen. Bei den Wachschützis war wenig zu holen. Wie ist die Sicherheitslage bei den Baustellen und Laboren? Soweit ich weiß, sind die beiden Hauptbaustellen jetzt extrem gut gesichert. Welche sind das? Na, die beiden, wo diese Biogerontos drinstecken. Also Charlottenburg und, Leipzig. Genau, da ist dann also eher nichts mehr zu erwarten.
Ich habe es mir mal angeguckt. Dürfte tatsächlich kaum möglich sein, die Sicherheitsvorkehrungen zu knacken. Aber sicher kann Mensch sicher nie sein. Klar. Der neue Film. Marvin starrte auf den Touchscreen. Die neue Version des Films war bereits im Netz verfügbar. Sie glich weitgehend der vorherigen, deren weiteren Verbreitung untersagt worden war. Nur dort, wo das Verbot ganz konkrete Formulierungen betraf, war der Text leicht geändert. Marvin lauschte der Stimme, während Auszüge aus Akten und Bildern von Laborbaustellen eingeblendet wurden. Die Gelder für Labore und Aufträge stammen überwiegend aus staatlichen Quellen. Für ein Büro in Leipzig erhielt die dort neu angemeldete Firma Microlysis umfangreiche Start-up-Mittel des Landes Sachsen. Tatsächlich handelt es sich um einen Ableger der vielfach und intransparent verflochtenen Firma BioGeronto in Berlin. Der Microlysis-Geschäftsführer Rolf Gericke ist ein persönlicher Freund des BioGeronto-Chefs Schaluppe. Fast alle Labortätigkeiten der Scheinfirma Microlysis finden in Berlin statt. Ebenso fragwürdig ist der Umgang mit Mitteln aus dem Bundesprogramm zur Sozialverträglichkeitsforschung bei der Senexig. Auch hier erhalten BioGeronto und andere Firmen Mittel. Die Koordinierungsstelle wurde in Leipzig untergebracht, zufällig unter der gleichen Adresse wie weitere Tarnfirmen von BioGeronto. Ein Raum mit eigenem Personal sucht Mensch in dem Gebäude auch vergeblich. Dass die Gelder also zweckgemäß ausgegeben werden, ist bislang nirgends zu erkennen. Irgendwelche Ergebnisse oder Veröffentlichungen sind bis heute unbekannt. Auf der Referenzliste von BioGeronto, auf deren eigener Website ist, wie die Abbildung zeigt, dieser Tätigkeitsbereich auch gar nicht angegeben. Gleiches gilt für die Übersicht der Themen und Kontaktpersonen der Firma. Durch richterlichen Beschluss, ohne jegliche Beweisaufnahme, ist uns zurzeit verboten, diese Praktiken Betrug zu nennen. Mit diesem Geld, das auf eine Art und Weise beschafft wurde, die wir nicht Betrug nennen dürfen, sind in den vergangenen Monaten neue Stellen und Einrichtungen geschaffen worden, die erkennbar anderen Zielen als den in Förderanträgen angegebenen dienten. Marvin schäumte. Diese... Doch Karin, die ihm über die Schulter zusah, stoppte ihn gleich. Marvin, hör auf, dich so aufzuregen. Wir befinden uns in einem ziemlich erbitterten Kampf um die öffentliche Meinung. Noch immer fließt das Geld. Firma und Personal können sich nicht beklagen. Wir müssen uns darauf konzentrieren, die Köpfe der Menschen wieder zu gewinnen. Ja, und wie? Die Lage schien bedrückend. Das sind nur ein paar Hansel. Hinter denen steht offenbar keine Partei, kein größerer Verband. Und trotzdem machen die uns das Leben immer mehr zur Hölle. Lässt sich bei dem Film denn nichts machen? Das ist doch fast derselbe wie vorher. Weiß nicht. Ich frag nochmal die Anwaltis. Gut, aber wir sollten bei uns in der Strategierunde und auch bei Förgib mehr Augenmerk auf die Außenauftritte legen. Da müssen wir Terrain zurückgewinnen. Marvin ließ sein U-Pad eine Verbindung zum Anwaltsbüro herstellen. Ich fürchte, da wird sich nichts machen lassen, musste er sich jedoch anhören. Die haben das geschickt gemacht. Mir ist das egal, ob das rechtlich sauber ist. Im ersten Verfahren war doch auch klar, dass wir uns Richtis suchen, die das einfach machen. Ohne Beweisaufnahme. Haben sie doch selbst eingefädelt. Warum sollte das jetzt nicht wieder gehen? Naja, ein neues Urteil können wir ja nicht erstreiten. Das gibt es ja schon. Aber irgendwas muss es doch geben. Das ist doch unverschämt so. Ich kann doch meinem Nachbarn auch nicht, weil ich ihn nicht Arschloch nennen darf, einfach ins Gesicht sagen, Sie haben Glück, dass ich Sie nicht Arschloch nennen darf. Ich fürchte, Herr Schaluppe, dass Sie sich irren. Vermutlich dürften Sie das. Aber es ist doch in der Aussage genau dasselbe. Ja, aber eben nur in der Interpretation. Das Gesetz guckt auf den Wortlaut. Das ist doch eine Schande. Die ruinieren ein ganzes Forschungsgebiet. Es folgte eine Pause. Dann kam vom Anwalti, aber ich werde mal schauen. Vielleicht lässt sich eine Lösung finden. Ja, bitte. Das wäre wichtig für uns. Ist mir schon klar. Aber haben Sie bitte ein wenig Geduld. Ich muss den richtigen Zeitpunkt erwischen. Wir müssen jetzt aufpassen, sonst geht das nach hinten los. Ich vertraue Ihnen da ganz. Gut, ich lasse von mir hören. Danke und viel Glück. Ist wirklich sehr wichtig für uns. Ich glaube Ihnen das. Wir kriegen das hier ja auch mit. Es sind schon etwas ungewöhnliche Gegner, die Sie da haben. Schwer einzuschätzen, was die noch alles versuchen werden. Merkwürdig unberechenbar und doch offenbar ziemlich gut in der Materie drin. Auch im Rechtlichen. Wie machen die das? Stehen da doch größere Organisationen hinter? Ich kann Ihnen das nicht sagen. Das wäre eher Ihr Job, das herauszufinden. Ist vielleicht auch die Mühe wert, da mal genauer hinzuschauen. Oder setzen Sie einfach in die Welt, dass die von irgendjemand gekauft sind. Eine gute Schmutzkampagne war schon oft die Rettung. Das stimmt wohl. Aber das ist nicht meine Baustelle. Ich gebe Ihnen Bescheid, wenn in der Sache mit dem Film was vorankommt. Ja, danke. Wiedersehen. Komfortabel war das nicht mehr, überall auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein.